Herzlich willkommen zum Beginn des Moselsteigs. Ich befinde mich hier am Dreiländerblick. Da, wo ihr jetzt hinschaut, ist Deutschland. Hier gucken wir nach Luxemburg und das ist Frankreich. Und wenn ihr euch daran erinnert, hier stand ich schon einmal mit euch, allerdings erst nach ein paar Kilometern. Damals sind wir zusammen den Saar-Hunsrück-Steig gelaufen und heute, die erste Etappe, sind so 5-6 Kilometer fast deckungsgleich, werden wir den Moselsteig beginnen. Der erste Schritt von noch vielen und vielen, vielen Höhenmetern. Jetzt geht's erstmal rauf zu einer Schutzhütte mit fantastischem Ausblick, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir gehen auf einem alten Grenzweg. Hier ist einer dieser Grenzsteine. Hier ist die Grenze. Noch stehe ich in F für Frankreich. Und so haben wir die Grenze gewechselt und stehen in Deutschland. Das heißt also, ihr steht jetzt immer noch in Frankreich. Ne? Hinter mir die erste Schutzhütte. So voll kann ich nicht filmen. Und wir verschwinden jetzt einfach im Wald. Auf dem Saar-Hunsrück-Steig sind wir damals von da gekommen. Wir stechen jetzt oberhalb der Ortschaft Perl durch diesen sehr schönen Wald. Und dann beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Unten im Tal seht ihr die Moselbrücke. Dort ist Perl, wo wir gestartet sind. Und ihr seht es am großen Rucksack. Wir werden wieder übernachten. Und wie immer in der letzten Zeit teste ich weitere Ausrüstung. Und zwar wird das diesmal von der Firma Mountain Laurel Designs das MLD Solomit sein. Und der Rucksack ist ein weiterer Rucksack von Lightway, und zwar der Biggie. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der gefällt mir bis auf den Preis erheblich besser als der Elementum. Gehen wir weiter. Listen to go. Ihr seht hier so eine halbwegs kreisförmige Vertiefung. Und der Stein hier, das ist Kalkstein. Wir gucken auf eine Doline. Der Regen säuert sich im Humusbelag des Bodens mit dem Kohlendioxid zur Kohlensäure an. Das versickert im Boden, löst dort den Kalkstein auf, es hinterlässt einen Hohlraum. Und wenn der instabil und groß genug ist, stürzt es zusammen und wir gucken hier oben auf den quasi Einsturztrichter. Das ist eine ganz typische Landschaftsform hier in der Gegend für das Kalkstein. Warum eigentlich der Moselsteig? Ganz ehrlich, das haben ja auch Leute von euch in die Kommentare reingeschrieben. Ich habe ja jetzt die letzten Jahre immer sehr stark an so ein Wegenetz gedacht, dass sich die Wege miteinander verbinden. Ja, hier zum Beispiel bin ich schon direkt Teil meines Wegenetzes, weil ich quasi von hier aus jeden Meter zu Fuß bis vor meiner Haustür schon gelaufen bin. Und das ist ganz schön weit. Und ich dachte mir, nach all diesen X-Wegen im Sauerland endlich mal wieder
was richtig Schönes zu machen, was nicht zu weit weg ist. Und Rheinburgenweg, Rheinsteig habe ich beides schon. Und da fiel mir dann der Moselsteig ein, dass ich den mit euch machen möchte. Und bis jetzt gefällt er mir, obwohl den Teil kannte ich ja schon, bis jetzt gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich kenne das ja auch aus dem Zug, was man da so sieht. Ne? Das wird, hier ist ein relativ untypisches Gelände für den Moselsteig. Ja? Das, woran man bei der Mosel nämlich denkt, sind rebbewachsene, steile Berghänge. Und ich kann euch sagen, das wird alles noch kommen. Liebe Moselsteigwanderer, Achtung Straße, das Erstaunliche ist, hier wird anscheinend ein Unterschied gemacht zwischen Moselsteigwanderern und Saar-Hunsrücksteigwanderer. Moselsteigwanderer muss man vor der Straße warnen, Saar-Hunsrücksteigwanderer eben nicht. Der Anfang hier ist echt der Hammer. Ein paar Meter weiter geht es schon wieder als Single Trail, echt absolut spitze. An dieser Stelle trennt sich der Saar-Hunsrücksteig vom Moselsteig. Der Moselsteig geht hier lang. Der Saar-Hunsrücksteig geht 5,5 Kilometer Richtung Römervillaborg. Und wir gehen hier Richtung Palze. Ist ein kleines Örtchen, keine Sorge, ist aber irgendwie ganz nett. Hier ist eine etwas krassere Doline, wo man richtig sieht, wie das eingebrochen ist. Wow. Und wir gehen weiter. Eine Bank. Ich habe gerade schon ein bisschen da gesessen
und mal meine Drohnen-App Dronik angeworfen. Ne? Nicht um eine Drohne steigen zu lassen, sondern um Naturschutzgebiete zu spotten. Und dabei habe ich gesehen, ich habe jetzt noch ein paar Kilometer bis Palzem und da kommen noch zwei Naturschutzgebiete. Das heißt also, ich müsste entweder hier oder sehr viel weiter. Sehr viel weiter will ich nicht. Ich bin ja erst spät nachmittags oder nachmittags los wegen der weiten Anfahrten. Ich habe jetzt auch nicht vor, mich am ersten Tag hier zu überwandern. Und ich glaube, ich nehme das Angebot von einer Bank, wo ich nachher kochen kann. Ach genau, einen neuen Kocher habe ich auch mal wieder mit. Und ich denke, ich suche mal jetzt hier einen Platz und dann bauen wir mal das Mountain Laurel Design Solomite auf. So, das ist es. Das Serenity Tent von Six Moon Designs kann man normalerweise zu den Ecken hin abspannen. Die hier sind aber tatsächlich zu weit auseinander. Deswegen habe ich es jetzt einfach so da hingequetscht. Ja, ihr seht, wenn Sturm ist, ne, wären hier noch weitere Tie-Outs, um das zu befestigen. Und im Moment habe ich die Doors ganz weit offen. Hier ist mit Klett zu verschließen so eine Belüftung. Hier oben drin ist eine Klammer, wo ich dann den Faden des Serenity Tents eingehängt habe. Ja, ganz schick, ihr seht, ne? Auch wenn mein Serenity da jetzt ein bisschen krüppelig rumhängt. Ne? Das Solomite ist ganz schön groß und dann wollen wir mal kochen. So, was haben wir heute mit? Ihr kennt vielleicht den Caldera Cone. Und das hier ist ein chinesischer Nachbau. Ich weiß noch nicht mal, was der für einen Namen hat. Und der hat einen großen Unterschied zum echten Cone. Bei dem echten Cone ist ja dieses Stahlblech, Aluminiumblech sehr lang. Und das passt nicht in einen Topf hinein. Ja, also Caldera, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, die lösen das dadurch, dass man dann so eine große Plastikflasche hat, die man mitnehmen kann, stehe ich jetzt gar nicht drauf. Und dann hatte ich bei AliExpress das hier gefunden. Ja, das ist also der Caldera Cone als 3D-Puzzle. Hier sind solche, ist wirklich Schrauben, die hakt man dann hier so ein, zieht die glatt, dann haben wir einen Ring. Und das gleiche machen wir mit dem. So. Und die Flamme ist jetzt halt richtig geschützt und es gibt kein Kochsystem, was die Wärme so effizient ausnutzt. Ja, das ist ja, der ganze Topf ist ja jetzt hier im Windschatten, bis oben hin. Ja, das schafft kein anderes System. Und so kann auch über die Seitenwände noch Wärme nach innen hier in die Nudeln abgegeben werden. Mega, mega geil. Das Basteln, sage ich euch jetzt schon, das ist ja kein Review, ne? Das Basteln macht gar keine Laune. Aber ich wollte es zumindest mal auf einer Tour vorgestellt haben. So, ich mache jetzt die Kochkiste, ne? Deckel drauf und dann rein in die Verpackung. Man kann das noch so ein paar Minuten in Anführungsstrichen weiterköcheln. Also, es hat sich bei dem Test was ergeben und zwar unerwartet. Also außer dieser mangelhaften Passform, ne, das war mir vorher schon klar. Die Überraschung ist das, und das tut mir auch sehr leid, der Topf ist so niedrig da drin, dass es so heiß wird, dass eine Holzunterlage anfängt, Schaden zu nehmen. Ich meine, dieser Holztisch hier hat sowieso schon fast sein Leben hinter sich, deswegen ist es jetzt nicht ganz so katastrophal, aber das hier, das geht gar nicht, ja, durchgefallen.
Oh, ich habe mit einem Stein die verbrannten Stellen, die angekohlten Stellen, wieder sauber geschmürgelt, so dass man schon fast wissen muss, was da passiert ist. Ich finde das als Wanderer nämlich immer so doof, wenn man an angekugelte Tische kommt. Ja, ne, also nochmal, ne, das ist echt gefährlich. Ne? Also ich habe das nach der Hälfte des Kochens gemerkt und dann auf dem Weg auf den Steinen weitergekocht. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich dachte einfach, ich bin ein paar Tage lang genervt, den Kocher jedes Mal zusammenzubauen. Aber dass ich jetzt auch noch auf feuerfesten Untergrund achten muss, so war das nicht geplant. Ich werde mich jetzt gleich einfach hinhauen, obwohl die Sonne hier wahrscheinlich erst in einer, keine Ahnung, halben Stunde, Stunde oder so untergeht. Meine Tochter hatte heute Nacht bis in den frühen Morgen zu Hause gefeiert. Ich habe nicht so wahnsinnig viel geschlafen und werde das jetzt mal versuchen nachzuholen.